So, hallo. Oh, jetzt habe ich hier noch einen Test drin. Hallo, herzlich willkommen bei Morning Matters. Und das schalten wir wieder aus. So, herzlich willkommen zu unserer Folge am Europatag und dem Muttertag. Hallo, Daniel. Guten Morgen, Patrick. Ich wusste gar nicht, dass der Muttertag eine eigene Hymne hat, aber. Ja, es ist eigentlich auch nicht die richtige Hymne, weil es natürlich, das ist ja die Hymne der Eurovision gewesen, die wir gerade eingespielt hatten, nicht von der Europäischen Union. Aber irgendwie bin ich da gestern so drüber gestolpert und hat viele Kindheitserinnerungen wieder aufgerufen, weil früher hat man das ja ständig, ne? Wetten, dass, Stimmt. Aktenzeichen XY und so waren ja alles Eurovisionssendungen. Ich habe gestern mal geguckt, also neben dem Eurovision Song Contest, ist das immer noch bei versteckte Kamera. Ich glaube, das ist das Eheste, was ich gucken würde. Und dann irgendwie Volksmusiksendungen, die immer noch über dieses Eurovisionsprojekt laufen. Aber Aktenzeichen XY gibt es ja auch noch. Ja, Also, aber das gucke ich einfach nicht mehr. das guckst du nicht mehr. Okay. Ja, Nee. gut. Seit Eduard Zimmermann nicht mehr dabei ist, Ja, es ist nicht mehr dasselbe, ne? ist nicht mehr dasselbe, ja. Ich muss gestehen, ab und an habe ich mal so Momente, wo ich mir Aktenzeichen XY-Folgen angucke, alte. Weil das ist, also zum einen habe ich da früher als Kind wirklich Angst vor gehabt, vor diesen Sachen, weil ich das sehr gruselig fand. Gleichzeitig, es ist ja völlig absurd, ne? Also es ist ein bisschen wie True Crime, ja? Also man hört sich das an aus Unterhaltungsgründen, aber irgendwie ist das falsch. Das ist irgendwie, ne, weil da sind ja wirklich Leute, die entweder zu Tode gekommen ist oder geschädigt wurden auf andere Art und Weise und so, ne? Wirklich große Probleme haben und so. Und ich finde, das ist irgendwie ein bisschen zwiespältig. Also, ne, ich betrachte mich selbst, wie ich gucke, dass ich daraus Unterhaltung ziehe, aber eigentlich will ich das gar nicht daraus Unterhaltung ziehen. Also es ist sehr schwierig. Aber Aktenzeichen XY hat dieses ganz besondere Gefühl, weil es nämlich eine Zeit zurückbringt, die es nicht mehr gibt. Wenn ich mir anschaue, wie Deutschland in den 80ern und 90ern aussah, so wie Aktenzeichen XY die Menschen sah in den 80ern und 90ern, dann ist das sehr faszinierend und wirklich nah dran an der Realität, habe ich den Eindruck. Auch wenn Leute nicht so geredet haben. Aber es ist trotzdem. Und natürlich die Verbrechensrate irgendwie gewaltig ist, weil man dann alles, der Teppichverkäufer geht aus Ja, seinem Laden und es war ein ganz normaler Freitagabend, 20:03 Uhr, als der Teppichverkäufer den Laden verließ. Er wusste nicht, dass in dem roten Citroën drei Männer saßen, die ihn jetzt überfallen werden. Und es ist faszinierend. Und dann anschließend am Tatort wurde gefunden eine Flasche Schwibschwapp und etwas Brausepulver. das So. ist. Aber es ist wirklich krass, wo wir darüber reden. Die haben ja auch einen Facebook-Kanal. Ja, Und natürlich. dann findest du da die Folgen aus den 70ern, wo Es. irgendwie Leute, also das sind ja dann häufig nicht die großen Gewaltverbrechen, glaube ich, das sind eher diese Nepper-Geschichten. Ja, das kommt drauf an. Also wir haben ja auch den Hammermörder zum Beispiel da drin, Ja, ne? also ich weiß nicht, ich habe es zumindest bei Facebook nicht gesehen, dass sie da also ich weiß, ich glaube, meine Traumatisierung war, als sie irgendwie mir einen Finger abgeschnitten haben, um den Ring zu klauen. So, und dann denkst du dir, okay, wow, das lief so Vorabend war es ja nicht, aber lief so normal im Fernsehen. Aber so auch manche Verbrechen, die dann so, ne, mit Lieferungen und Top-Qualitätsteppiche, die verkauft werden und so. Wo du einerseits denkst, der fällt ja heutzutage mehr keiner drauf rein, und andererseits du merkst, die gleiche Masche funktioniert immer noch Ja, irgendwie. weil es heute einfach nur irgendwas mit Internet. Ja, Also genau. das ist dann genau dasselbe. Ja, hier, ne, und am Ende dann immer diese, ne, aber ne, die Teppichlieferung ist nie eingetroffen. Und Ja. dann ist, ne, dann kommt diese Abblende, wo das Bild so verschwimmt. Und dann hast du einen ernst reinblickenden Eduard Zimmermann oder seine Tochter, die dann Ja. sagen, ne, dass jetzt mal wir zur Sonderkommission Teppich in Hamburg überleiten. Das ist wirklich Also faszinierend. ich gerade bei diesen alten Geschichten würde mich manchmal ja interessieren, so ein Update. Also haben die Es irgendwie gibt. Leute gekriegt oder Okay. nicht, ne? Also. Also, Patrick, ich bin da schon mal, ich bin in dieses Rabbit Hole, wie es ja so schön heißt, ne, bin ich schon mal abgestiegen.
Also, erstmal gibt es da eine relativ gute, ich glaube, Wiki-Seite zum Thema Aktenzeichen Ach, XY, echt? wo auch verwiesen wird, wann die Fälle entsprechend nochmal aufgegriffen werden. Ja? Okay. Das heißt also, du kannst dann gucken, die einzelnen Sachen, und die gibt es irgendwie alle bei YouTube oder wo auch immer die Leute das irgendwie hochladen, ne? Und da kannst du dann rausfinden, wo die Sachen sind. Und da gibt es ja so ein paar richtige Knallerfälle, ja. Also ich habe ja mit Andreas mal an einem Ding gearbeitet für Cthulhu Now. Das ist der Yogg-Tse-Fall. Das ist das Geilste. Das ist, wenn ihr das reinziehst, denkst du, das ist ein Cthulhu-Abenteuer. Es ist wirklich faszinierend. Ich meine, das ist schrecklich, ne? Also, wie gesagt, ist ja ein realer Fall, ja. Aber trotzdem, diese Faszination, weil das eben ungeklärt ist, bleibt ja da. Es ist super faszinierend. Finde ich wahnsinnig spannend. Und ich sehe schon, der Chat ist auch schon Macken. reichlich hier interessiert an Aktenzeichen XY Folgen. Krass, hatte ich hier überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir sind jetzt nur darauf gekommen, weil du dieses Intro eingespielt Genau, hast. was es bei YouTube wahrscheinlich noch nicht mal geben wird. Ja. Wir haben nämlich eine Eurovisions-Hymne und ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt, aber sicher ist sicher bei YouTube. Genau. Ja, die Es wir wird gerade, Jonas verweist gerade auf die Kalkofe-Folge mit dem Schwibschwab, in dem sich gekräutert hat, Brombeerschnaps befand. Oh, Die was? natürlich, die ist mir natürlich auch ein Begriff, ja. Okay, Das wow, ist ich auch muss da ein noch einiges nachrecherchieren, absoluter glaube ich. Klassiker. Das ist wirklich sehr gut. Faszinierend, ja. Nee, das war schon, als Kind war es wirklich, wirklich sehr, sehr unheimlich, das zu Ja, gucken. vor allen Dingen, Und also es gab bei uns immer Freitagabends, man hat ja nichts, wurden immer diese Freitagabends-Krimis geguckt, ne? Und das war ja immer irgendwie Derek, der Alte, ein Fall für zwei, wo mein Bruder auch sehr gut diese Rolle konnte, die im Intro war. So, ne, solche Geschichten sind irgendwie Teil der Jugenderinnerung. Und dann eben Aktenzeichen XY, was ja total aus der Rolle fiel, weil es eben real war, ne? Und das ist schon ziemlich krass. das ist ja, habe ich das schon mal erwähnt? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ein Fall für zwei. Da gibt es nämlich eine interessante Verbindung in die Welt des Ruhrgebiets, nämlich Josef Matula kommt nämlich aus Oberhausen. Der Schauspieler. Nein, die Ach so, Rolle. die Rolle. Okay. Krass. Aber der spielt doch in Frankfurt, glaube ich, ne? Soweit ich weiß, ja. Ich muss mal gucken, wo das war. Ich finde das gerade auf Anhieb nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass der aus Oberhausen kam. Das war irgendwie so ein Ding. Das war, Aber das welche habe ich aber Rolle auch spielte erst. das denn? Die haben ja nie außerhalb von Nee, natürlich hat das keine Rolle gespielt. Frankfurt hat das ja nie stattgefunden. Nee, das hat keine Rolle gespielt. Da muss ich noch mal gucken. Also ich habe das irgendwo mal gelesen. Das muss ich noch mal verifizieren. Ich war mir da ziemlich sicher. Ich erinnere mich auch, wir haben ja mal auf einer Spielemesse haben wir ja mal einen Fall für zwei gespielt. Da warst du der Detektiv, glaube ich, und Matthias war der Anwalt. Nee, Aber dann kam noch. wollten wir nicht Tatort spielen? Nee, ich glaube, wir wollten einen Fall für zwei spielen. Ah, Und da kam okay. noch ein dritter Spieler dazu, der das Spiel wirklich nicht Ah, kannte. ich Und dann hab. mussten wir die Humorfolge Ja, mussten wir es doch daraus machen. ernst spielen oder so, Ja. ne? Genau. Ja. Super, super gut, ja. Okay. Das ist nicht schlecht. Ich sehe gerade, dass der Dennis online ist. Und ich oute das jetzt mal. Soweit ich nämlich weiß, hat er heute Geburtstag. Herzlichen Wir Glückwunsch. brauchen ja noch so Sounds und so für Jubeln und Singen. Oh Gott, so Tröten und sowas, Ja, ne? genau. Und unglaublich Ja, aber gut, ja. herzlichen Glückwunsch. Und da ich das zufällig wusste, aufgrund eines Mailwechsels, können wir jetzt was ganz Besonderes machen. Wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Und zwar darf er sich ein Geschenk aussuchen. Und zwar habe ich ein Geschenk und Patrick hat ein Geschenk. Mein Geschenk befindet sich in dieser Schachtel. Vielleicht hätte ich einen Umschlag nehmen sollen. Wer? Genau. Und jetzt ist die Frage, wie ist dein Geschenk verpackt, Patrick? Und Ja, du hast was? gesagt, hol eine Box. Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Sehr gut, hervorragend. Und jetzt muss er entscheiden, welche Schachtel möchte er haben? Die von Daniel
immer mit der Gefahr, dass Daniel einfach nur ein Magazin für der politischen Bildung da reinpackt aus dem Jahr 1993. Oder die Vorlesung Volkswirtschaftslehre oder die 3. Vorlesung Volkswirtschaft 1, auch möglich. Oder Patrick, bei dem man nicht, das ist die Wildcard, Aber ja. Da kann der, alles drin sein. der natürlich nicht ganz so in so Fantasy-Geschichten drin Der hängt, ist nicht, genau, ne? der ist nicht ganz so Fantasy-affin, aber es kann eben alles Mögliche drin sein. Entscheide dich. Wir packen es live aus und dann wirst du Ich rausfinden, bin was es gespannt, ob ist. du noch einen dritten hast. So nach dem Motto, willst du wirklich das Ding haben oder lieber Oder den Umschlag? Oder das, was hinter Daniels Tür ist? das, was hinter der Tür ist, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das ist genau. Das sind beides schöne Schachteln, ja, das stimmt. Wobei, ich hab tatsächlich, die ist mir irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt worden. Da ist auch irgendein kitschiger Spruch oben drauf. Oh, nicht schlecht. Bei mir ist einfach nur eine Adresse drauf von mir. Ja. Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Ding. Es kann alles Mögliche drin sein. Ja, die sehen nicht sehr schwer aus, weil wir so stark sind. Darum sehen die nicht so schwer aus, die Schachteln. Wir haben gestern 8 Stunden lang Panik auf dem Popo-Planeten gepackt. Oder 6 Stunden, weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas. Ja, aber in der Tat, für Panik auf dem Popo-Planeten ist es ein bisschen schmal. Wobei, es kann ja einfach auch nur ein Zettel draufstehen, drin sein, wo drauf steht, Geschenk, Erzähl nicht Gutschein die für. Tricks, Patrick. Ja, ich Wir sag einfach nur, was müssen das hier auch alles ein sein bisschen kann. Mysterium aufbauen. Ja. Was könnte es sein? Was befindet sich in dieser Schachtel? Das ist, du kannst hier, guck mal, wir Wir haben können die Bier und ganze Whisky dabei. Stunde, wir können, genau, wir können Mega gut, jetzt. kannst die ganze Stunde machen. Und jetzt wirklich, hier, nenne Tiere mit dem Buchstaben C. Chihuahua, nein, ist leider nicht dabei. Ja. Chamäleon. Aber das sind die einfachen. Du musst jetzt die Unterkategorien finden für die Tiere. Tja, Oh, jetzt wird's spannend, jetzt wird's es spannend. wird jetzt ausgeschlossen, ne? Da ich viele Dinge besitze, die auch Dennis besitzt, überlegt er, Patrick zu wählen. Aber Wir könnten die Zeit natürlich auch noch überbrücken, aber die Spannung ist eigentlich gerade die Spannung ist ziemlich gut. Der zum. Chat richtet aus, ne? Daniels Kiste ist größer. Die Wahl fällt auf Patrick. Ja. Patrick, öffne bitte deine Kiste So, und wolltest du nicht zeige, erst was. deine Kiste öffnen? Nein, nein, nein. Das Das machen wir nicht. so machen wir das nicht. Nee, nee. Ja, ehrlich gesagt, um mal festzuhalten, Daniel um 17:45, ich habe hier irgendwie kein Geschenk gefunden, guck du auch mal. Gut, ich, keine Ahnung, was sucht man dann mal eben schnell? So, und dann 17:05, ach, du brauchst auch noch eine Box. So. Nee, also ich glaube, mein Buch ist trotzdem, ne, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht bewertet bei Amazon. Es ist ein Buch, um das vielleicht vorwegzunehmen. Und es passt zum heutigen Tag. Es hat nichts mit Müttern zu tun, sondern es ist der EU-Roman Die Hauptstadt Sehr von gut. Robert Menasse. Relativ gut bewertet. Es ist natürlich so ein bisschen so, dass es bei uns in der Europa-Bubble, will ich mal sagen, hat das jeder jedem geschenkt. Und ich gebe es noch weiter. Es ist so ein bunter Mix aus verschiedenen Handlungssträngen, inklusive der Idee einer Feier zum 60-jährigen Bestehen der Europäischen Union in Auschwitz zu feiern, was einige politische Verwicklungen nach sich führt. Und es geht auch um ein Schwein, was durch Brüssel rennt. Also es ist, wie gesagt, ein bunter Mix von verschiedenen Geschichten. Sehr gut, dann herzlichen Glückwunsch für die. Ja, du musst das mit dem Zonk müssen wir noch mal üben. So ein Geräusch brauchen wir da noch. Ja, wer weiß, niemand weiß, was in dieser Schachtel war, ja. Ja. Jetzt ist natürlich jetzt, also wenn wir besser vorbereitet werden, könnten wir jetzt weiterdrehen, ne? Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wobei, wir werden gucken. Ich hoffe einfach mal, dass nicht so viele Leute sonntags Geburtstag haben und sich das hier angucken. Beim Dennis weiß ich, dass er heute Geburtstag hat, ja. Bei allen anderen, wenn jetzt noch anders, hör, ich habe zufällig auch Geburtstag und ich würde da jetzt Kiste nehmen. Nee, nee, so geht das nicht. Da müssen wir dann erst verifizieren hier. Genau, dann, also genau, so einfach ist es nicht. Wir müssen das ja auch vorbereiten können und so. Das heißt, wir müssen vorher schätzen können, wer hat Geburtstag und könnte hierbei sein oder nicht. Aber auch das ist Wenn ein Grund, wir. regelmäßig hierbei zu sein, weil irgendwann hat man vielleicht sonntags Geburtstag. Das kann aber teilweise sehr lange dauern, bis Ja, du mit dran bist. Schaltjahr und so kann das durch, aber wer weiß, wie lange wir das hier machen. Ja, und das war die letzte Folge heute von Morning Matters. Ich denke mal, das werden wir dann sehen. Ausgezeichnet. So, dann können wir ja mal ganz kurz so
ganz kleinen Einblick geben, wie die Welt des Systematters Verlags aussieht. Und wir starten einfach mal damit, dass wir gestern alles abgepackt haben, was noch abzupacken war. Das bedeutet, Panik auf dem Popo-Planeten ist jetzt verpackt und wird im Idealfall am Montag abgeholt. Aber hier lohnt es sich vielleicht noch, das ein oder andere Weihrauchstäbchen zu verbrennen oder irgendwelche anderen Opfergaben zu geben, denn wir sind natürlich abhängig von dem Ja, Versanddienstleister. und man muss festhalten, ich meine, die Geschichte kann man ja auch mal erzählen, die fand ich schon ziemlich gut. Jo. Ich wurde Freitag dann von meinem Bruder angerufen, die hatten Freitag schon angefangen, die Boxen zu bestücken und auch die ersten Dinge vorzubereiten. Und dann kam DHL an und sagte, ja, man hätte da zwei Rollcontainer abzuholen. Die guckten sich blöd an, guckten auf den Unglaublich. Auftrag und da steht 10.05. natürlich drauf. Weil die eben für Montag gebucht sind. Ja, und was macht man? Was sollen wir denn jetzt machen? Also, was macht man denn da jetzt? Ja. Ist so eine schwierige Frage in der Situation, die man auch einfach mit, ja, dann komme ich Montag nochmal wieder beantworten könnte. Es sollte dann noch schriftlich bestätigt werden, dass keine Rollcontainer zum Abholen da waren. Ich hoffe, dass die nicht auf die Idee kommen, den Auftrag jetzt als nicht erfüllt abzuhaken, Ja. sondern dass der wirklich morgen noch mal auf der Liste ist. Ich hatte sofort nachgefragt, da hieß es, das läuft noch alles. Von Ja, daher, aber das sagen die ja immer. aber Es ist, ja, ich. nee, da kommt, es ist montags 15 Uhr. Eigentlich sollte heute eine Abholung kommen um 11. Ist er noch unterwegs? Ja, der kommt. Er ist Ja, kam. unterwegs, kommt Also ich meine, gleich. man muss sagen, wir hatten am Anfang da sehr große Probleme. Da hat es eigentlich nie geklappt, nachdem ich dann irgendwann mich mal deutlicher beschwert hatte. Funktioniert das jetzt eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Von daher hoffe ich einfach mal, ich versuche noch rauszufinden, ob ich irgendwie sehen kann, ob dieser Auftrag noch läuft. Und dann, wenn er schon erledigt ist, morgen um 8 Uhr direkt mal anzurufen und fragen, wie die denn wissen können, dass die Pakete nicht da sind, wenn der Fahrer wahrscheinlich noch nicht mal losgefahren ist. Also von daher gehe ich Es davon aus, ist dass das super diesmal, dass faszinierend. wir Also nicht das. das Problem haben, dass Pfingsten da noch Rollcontainer rumstehen. Es ist wirklich faszinierend. Ich bin gespannt, ob es vor dem Feiertag abgeholt wird. Also, der wäre ja am Donnerstag. Also, Ja, im ich. optimalen Fall ist es dann ja auch bis Donnerstag bei den Genau. Leuten, ne? Damit Das man wäre, ein ne, das hoffentlich wäre. langes Wochenende Ja. dann auch damit verbringen kann, sich da durchzuwühlen. Ja, es ist wirklich. Ich bin wirklich zufrieden. Also, die Box ist sehr voll, das ist gut. Da ist auch noch genug Platz für die eigenen Notizen drin, wenn man dann den Popo-Planet untersucht und so. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, Ja. aber ich aber. Achso, Patrick, du musst immer vorlesen, wenn irgendwas ist, weil die Leute, die den Podcast hören, Achso. für die ist das Ja, immer weil für sehr die ist es, die irritierend. Leute im Podcast können eh nicht sehen, ob ich jetzt beim Friseur war oder nicht. Muss man festhalten. Aber er war Aber beim Friseur. ich war beim Friseur, ja. Aber die Aber macht man Kopfhörer machen beim. da so viel kaputt. Das Ja, ist das es ist, Problem. ja. Es war die Chatfrage, ob Patrick beim Friseur war. Ja. Genau. So, das heißt, Purpurplanet ist fertig, Ironsworn haben wir auch verschickt. So, die Sachen sind aber auch im normalen Shop. Das heißt also, wer das noch nicht hat, kann das natürlich auch bestellen. Ne? Das ist jetzt auch kein Problem. Das ist alles auch für den ganz normalen Kunden da. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, weil ich finde das nämlich nicht schlecht, weil so viele Leute den Purpurplaneten bestellt haben, ist die Box einfach voller geworden. Das ist ein Punkt, den ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Ja, da sind drei zusätzliche Abenteuer drin und die sind jetzt für alle sogar da. Ja, also es ist für alle zugänglich gemacht worden und der Preis der Box ist sozusagen gleich geblieben. Also insofern hat sich das schon gelohnt, das vorzubestellen, was ich sehr schön finde und ich finde gut, dass wir das auch umsetzen konnten, das Projekt dann. Ich habe Genau. So, gleichzeitig der habe ich entsprechende Bonus ist der Hexcrawl. genau, das Hexcall-Heft gab es natürlich auch noch, nur für Den, die Vorbesteller, genau. genau, der, also für die Vorbesteller und jetzt bereite ich das auch, dass die Patreons das beim nächsten Aber Dings mit dazu Patrick, kommen. diese, wo du gerade über Patreon sprichst, ich weiß, wir müssen gleich noch über die Matratze sprechen, aber was ist denn dieses Patreon, von dem du immer Über die erzählst? Matratze. Ja, du weißt doch, die, also wenn ich einen Mensch verbringt 36 Jahre seines Lebens im Schlaf, da sollte eine Matratze doch wirklich eine gute Sache Oh sein. mein Gott, jetzt kommt. Ach so, du meinst jetzt der Werbeblock, den wir noch. Das, ja. Ich hab's verbockt. Ja, also das war natürlich ein schlechter Übergang. Ja, sowas müssen wir besser absprechen, wenn wir hier Müssen wir Product wirklich, Placement sind. ich mach immer so ein Zeichen hier. Ja.
damit das Dann dann auch kommt, mal ich geht. muss ja auch dann bezahlte Werbung oben einblenden und so. Auch nicht schlecht, ja. Aber wie gesagt, bei den Patrons ist es ja so, ne, die kriegen das Ding dann auch. Und da haben wir dann auch so eine Ab Liste und dann einer wird es gewissen Stufe, geschickt. genau. Genau, ja. Da kommt Okay. eine Frage von Markus. Die Frage ist, wann kommen denn die neuen Sachen in den Vertrieb bei Pegasus? Und Ich denke mal, vielleicht. die kriegen jetzt von uns eine aktualisierte Liste. Und dann hoffen wir, dass sie bald bestellen. Bei uns, wir wollen das ja sozusagen erstmal absichern, dass sie. Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob sie nicht auch schon vorbestellt haben. Ich weiß, dass beim Purpurplaneten bei Kevin auch schon einige Vorbestellungen liegen. Ich glaube, der ist gerade arbeitet. Manchmal hängt er hier mit im Chat, dann könnte er das direkt beantworten. Aber ich weiß nicht, ob die schon vorbestellt haben. Ich glaube nicht. Und die kriegen jetzt die Liste, die neue, und dann geht das wahrscheinlich irgendwie in ein, zwei Wochen, wird das dann wahrscheinlich an die rausgehen. Das ist immer so ein bisschen, weil das so die ganz großen Bestellungen sind von Pegasus. Da Ja, das muss man ein stimmt. bisschen mehr gucken, wie das alles so funktioniert. Und da haben wir auch manchmal auch noch Probleme mit der Abholung. Ja, es ist herausfordernd. Also der Logistikbereich ist immer noch eine kleine Herausforderung, ja. Ist gut. Ja, ist auch eine gute Idee. Markus schreibt, ne, dass die Leute gerne in den Laden schickt, damit Ja. der Laden auch überlebt. Das ist eine gute Sache. In dem Zusammenhang Ja, und kann ich gerade nach mir. Österreich ist, ne, ansonsten sage ich gerne, wenn ihr irgendwie einen Laden um die Ecke habt, dann schickt die gerne dahin und die können dann bei uns bestellen. Ne? Ich glaube, wir haben da eigentlich ganz faire Bedingungen für Händler. Nur nach Österreich ist das mit dem Porto dann manchmal so ein bisschen nerviger. Da macht es dann mehr Sinn, wenn die eh bei einem Groß, bei Pegasus oder so das bestellen. Aber auch da, ne, bei uns melden, kann man immer irgendwie was organisieren. In dem Zusammenhang kann ich kurz noch erwähnen, ich habe gestern die Daten bekommen für den diesjährigen Dungeon Crawl Classics Tag, der am 26. Juni stattfinden wird. Da nehmen wir auch dran teil und da gibt es dann auch für Händler wieder eine Möglichkeit, etwas zu bekommen. Hoffe ich zumindest. Also die Termine sind immer sehr knapp, das ist immer viel Arbeit. Aber wir versuchen das natürlich durchzuziehen, damit man dann wieder ein Exklusivabenteuer auf Deutsch bekommt. Das finde ich eine ganz gute Sache. Genau, ich habe gerade, also er kann nicht in den Chat schreiben, um dann die Frage direkt zu beantworten, aber er hört uns offensichtlich zu. Aber Pegasus dauert einen Moment bis wegen der Zeit und eben Liste. Und die restlichen Händler sind eben 1 bis 2 Wochen, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Sehr gut. Okay, das ist doch eine gute Sache. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht mit den nächsten Sachen, die so auf dem Rand sind, wo es fertig geht. Oh, da ist eine sehr lange Textnachricht, sehe ich hier gerade. Patrick liest schon, dann überbrücke ich das einfach mal. Und wir haben ja demnächst, Abenteuer für Spire ist demnächst wieder fertig und wir haben auch für DCC noch ein neues Abenteuer in Planung und für den Schatten des Dämonenfürst natürlich auch. Und dann auch die 10 Almanache für Dungeon World, wo wir dann neue Schauplätze haben und so. Das ist also eine ganz gute Sache. Also es geht um die Cover bei, wenn ich es richtig sehe, bei den glorreichen Halunken und dem Das ist jetzt Fanzine zu Ted. die Frage im Chat, ja. Genau, wo es darum geht, ob wir damit für verantwortlich sind und dass die nach 1 bis 2 Mal Transport im Rucksack aussehen wie mit Schleifpapier bearbeitet. Also für die Tales of the, from the Island sind wir nicht verantwortlich, aber ich glaube, es ist eine ähnliche oder gleiche Druckerei. Ehrlich gesagt kann ich das so nicht. Also von daher ist es wahrscheinlich ähnlich. Kann mir Also jetzt ganz schwierig. ist mir tatsächlich noch nicht passiert in der Form, aber ich weiß auch nicht, ich trage die Sachen auch nicht so wahnsinnig oft durch die Gegend. Ja, bei mir ist das, glaube ich, dann im Regelwerk mit drin gewesen, als ich es gebraucht hatte, das Halunkenheft. Kann ich nicht sagen. Es ist eine ganz normale Druckerei aus Deutschland. Insofern kann ich Es da ist wirklich klar, nichts zu sagen. bringt natürlich dieses, die drucken wir ja auf Mattpapier. Das bringt das vielleicht so ein bisschen stärker mit sich als vielleicht mit, wenn das so normales Papier, also so raues Papier wäre. Ich weiß Klar, wenn es ehrlich das gesagt nicht, ungestrichenes Papier ist, dann, aber dann ist es aber natürlich auch eigentlich, anfälliger. ja, also eigentlich sind alle,
Also bis auf nee, aber selbst die DCC-Abenteuer haben Mattenumschlag bei uns. Also es gibt, glaube ich, ganz wenig, die anders aufgebaut sind. Die Struktur ist relativ ähnlich. Es geht eher um das Papier innen, wo wir Unterschiede haben. Ja. Okay, dann schauen wir weiter. Noch eine Frage möchte ich etwas zum DCC-Tag anteasern. Fragt Jonas und da ist meine instinktive Antwort nein. Mal abgesehen davon, dass wir am Montag noch eine Unterredung haben werden, kann ich aber jetzt schon mal sagen, eine ganze, also Kleinigkeit, ne, wir werden wieder einen Discord-Server haben mit Spielrunden wahrscheinlich und da gibt es auch ein paar Workshops oder Seminare oder irgendwie sowas. Aber so die konkreten Pläne würde ich gerne noch etwas zurückhalten, bis ich konkretere Pläne habe, weil wir müssen gucken. Ich glaube, Patrick hatte auch irgendwie ein paar Wochenenden jetzt, wo er gar nicht da war, wenn ich mich recht entsinne, im Juni. Wochentage, das ist fast. Wochentage. Ja, müssen wir ein bisschen gucken, Also, ja. wobei muss man alles gucken, ne? Es sind Klausurtagungen geplant. Momentan ist immer noch unsicher, fährt man nicht. Bringt es irgendwas, jetzt auf einer Warteliste zu stehen oder nicht für eine Impfung und solche Fragen? Das wird sich alles noch ergeben, wie viel ich da wirklich unterwegs bin. Aber ja, und vor allen Dingen müssen wir auch überlegen, vielleicht noch der DCC-Tag soll ja auch so ein bisschen Händlerunterstützungstag sein, aber auch das müssen wir vorplanen, vorüberlegen Ja. und gucken, funktioniert das so? Ist das interessant, wenn es Click and Collect ist? So ein Ja, paar das Dinge. ist, also ich glaube auch, dass auch dieser DCC-Tag eher online stattfinden wird. Aber dass wir natürlich dann, sobald wir alle geimpft sind, das ganze Problem dann auch hinter uns lassen können und dann auch wieder ganz normale Veranstaltungen machen können. Ne? Das ist ja auch eine Sache, wo wir hoffen, ja. Der Termin für den DCC-Tag ist der 26. Juni, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich kündige das noch im Laufe der Woche einmal an auf der Homepage. Okay. So, ich glaube, das war der Verlagsbereich. Jetzt können wir den, glaube ich, hinter uns lassen und können zu den normalen Sachen kommen. Beziehungsweise ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar hat der Konrad, der hier auch unterwegs ist als Magic Sword, der hat mich noch gebeten, auf etwas hinzuweisen. Und zwar ist am 18.05. auf dem 3W6 Discord-Server eine Veranstaltung, die sich mit Erzählspielen beschäftigt. Aber das sind keine normalen Erzählspiele. Es sind Erzählspiele, die sich mit Musik beschäftigen. Es sind sogenannte Soundtrack-Games. Das heißt also, da werden unter anderem die Spiele angeboten: Mixtape Miracles, Songs, A Song for Our Remakers, Tonight Only, Soundcheck Presents und Radiomancer. Das sind also Spiele, bei denen man, glaube ich, so eine Playlist zusammenstellen muss und so, die irgendwie dann Teil der Charaktererschaffung ist oder sowas. Ich weiß nicht, ich bin in diesem Bereich der Erzählspielwelten bin ich nicht so drin. Aber das Ganze findet jedenfalls am 18.05. statt. Und da kann man sich noch anmelden für. Es gibt wohl da noch Platz für den ein oder anderen Spieler beziehungsweise die ein oder andere Spielerin. Jetzt Ah, guck. Radiomancer ist Reise durch Daisho Autor und dem Team Nilo. Ja. Ja, wenn ihr Lust habt, ich weiß nicht, ob ich es mal eben so schnell gegoogelt kriege, könnt ihr auch gerne den Discord einmal posten. Kann sein, dass ich dann einmal freigeben muss, aber das kriegen wir vielleicht schneller hin als meine kurze Suche nach einem Link. Ja, also gute Sache, kann man gerne mal testen. Interessantes Konzept, aber habe ich noch nie mich näher mit beschäftigt. Ah, Find, klicke diesen Link, aber um beizutreten. okay, sehr gut. Zack. Okay, soweit, so gut. Dann kann ich mal kurz was aus meinem Leben erzählen. Ich habe im Laufe der nächsten Woche den aufregenden Termin des Heizungsablesens und ich frage mich bis heute, wie normale Menschen sowas machen, wenn der Heizungsableser um 14:30 Uhr kommt. Yes. Wie soll das gehen? Wenn du also klar, wir haben im Moment mehr Homeoffice, das stimmt, aber nicht alle Menschen haben Homeoffice. Ich finde das verrückt.
müssten solche Sachen nicht eigentlich abends stattfinden? Ja, aber die müssen ja auch, also. Ja, aber das ist ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die Nachtschichten machen müssen. Also. Ja, weil ich, also ich glaube, die, also wir hatten das ja schon mal. Das Ja. heißt, das wird sich natürlich dann länger als ein Jahr wahrscheinlich hinziehen, wenn du erst um 18 Uhr anfangen kannst. Oder Ja, um das ist. 17 Uhr von mir aus. Meine Alternative ist, warum schickt man den Leuten, macht man nicht ein Foto von dem Ablesegerät und schickt den Leuten das, ich sag mal, per Fax oder so, Also damit es ich abgelesen hatte wird. jetzt eher Probleme, in Anführungsstrichen, mit Wartung, ne? Also wir haben einmal im Jahr den Schornsteinfeger, der kommt auch in die Wohnung und sozusagen Sanitärbetrieb, der eben die Wartung der Therme hier vornimmt. Das sind so die zwei Termine, die ich jedes Jahr habe. Das Ablesen selber funktioniert bei uns in der Tat so. Also ich muss einfach mein Gas Verbrauch oder mein Stromverbrauch melden. Also beim Strom ist es ja so, glaube ich, bei den meisten so, Ja, ne? beim Den Strom ist klar. meldest du einfach Ja, den ja. Verbrauch und fertig. Ich Ich finde das, glaube, und ich ich find glaube, das diese. einfach wahnsinnig faszinierend. Also, weil die Idee ist einfach, immer ist jemand zu Hause. Und das finde ich völlig irrsinnig. Ich hatte letztens irgendwo eine Statistik gesehen, dass die Anzahl der Single-Haushalte in Deutschland extrem ansteigt. Und ich finde das super merkwürdig. Also, weil erstens, ne, ich. Ja, geben Sie doch den Schlüssel einem Nachbarn. Okay, kann man machen. Aber ich kenne meine Nachbarn nicht. Zweitens, wer sagt mir, dass der Typ, der die Heizung abliest, ach komm, hier so eine Switch konnte ich immer schon mal gebrauchen, die nehme ich mal mit. Ja gut, okay, aber wenn, ja. Sorry, ich bin mit Aktenzeichen XY aufgewachsen. Ja, nein, Das normalerweise, sind. wenn du jemandem eine Schlüssel gibst, ist ja sozusagen mitgegeben, dass die so ein ihr Auge drauf haben. Das ist ja eine andere interessante Frage. Wenn so ein Handwerker kommt, stehst du dann die ganze Zeit dabei? Nicht wirklich, aber ich habe natürlich immer gute Ohren. Ja, ich Wie meine, es gesagt. fällt auch ein bisschen auf, wenn man die Switch abbaut. Ja. So, das ist so eine Geschichte. Ja, das. Also wie gesagt, da habe ich es nicht. Ich weiß auch genau, das ist so gerade das Heizungsablesen und so, da gibt es inzwischen eigentlich auch Funklösungen, aber die müssen natürlich auch installiert Ja, sein. das Ich ist weiß noch, natürlich ein früher als Punkt. Kind war das dann immer so, da musste ich dann den Weg zum, weil ich da sehr unordentlich war, den Weg zur Heizung freiräumen. Das muss ich auch noch machen. Also über einer Heizung steht ein Tisch oder an einer Heizung steht ein Tisch. Da muss ich Ja, erstmal, ich meinte also. jetzt eher von dem Kram, der auf dem Boden rumliegt, Ach so, nicht okay. von den Möbeln her. Gut. Das war fast das Okay. geringere Problem. Naja, gut. Das ist Aber nochmal das ist etwas so ein her, ja. Punkt. Ja. Aber ja, Nee, aber. find ich ein bisschen verrückt. Ich meine, das kannst du auch weiterziehen auf Gänge zum Amt. Also wenn du irgendwas Ich meine, behördlich. manchmal kannst du ja da anrufen und fragen, ob du eine andere Zeit ausmachen kannst. Ich meine, das geht ja bei dir zum Glück vielleicht noch, dass du irgendwie sagst, kommst du 2 Tage später um 11. Manchmal geht das ja, und das ist ja bei Amtsterminen auch ähnlich sozusagen. Völlig, völlig richtig, aber trotzdem muss ich sagen, ist das ein Bereich, klar, jeder möchte gerne freitags um 14 Uhr Feierabend haben, aber ich meine, ne, also die wollen ja auch was von mir. Ja, Also, ne? aber. Oh, vielen Dank für den Follow und die Subscription. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich hatte mal mich mit einem hier eben unterhalten, der das bei uns gemacht hat. Und bei denen, das ist wirklich, die laufen quasi das ganze Jahr mit diesen Wartungen quasi rum. Also, wenn die sind im Herbst irgendwann durch also ich bin so ein Bauverein, ne? Die laufen das ganze Jahr durch damit, ne? Dann sind die im Herbst durch, dann kommt vielleicht noch irgendein anderer Unternehmer dann quasi, und dann geht es wieder von vorne los. Also es sind einfach ja auch Arbeitsstunden, die sozusagen dazwischen hängen. Das ist eben nicht ganz Ja, einfach. ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Jahr 2021 noch eine Person haben müssen, die irgendwo hingehen muss. Das finde ich Ja, verrückt. das ist es wahrscheinlich auch Also nicht. das tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist genauso, ich kann auch noch mal, ich habe es gestern schon gesagt, als wir gepackt haben, was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, wie das Gesundheitsamt am Wochenende keine Daten übermittelt, weil die frei haben.
Ja, weil die Faxleitungen zu sind, Weil dann die auch. Fax, das Fax, das Papier ist aus, ne? Ja. Sie haben kein, können das Papier nicht nachordern. Es ist mir Aber ein das hatten absolutes die, Rätsel. also ich meine, das ist ja generell. Ich weiß noch, 2015, als diese große Ja. Flüchtlingssituation sich ergeben hat, dass da irgendwann auch die gesagt haben, ja gut, wir arbeiten jetzt auch länger als 16 Uhr, um die Daten zu erfassen. Und, Das 16:30 Uhr. oder irgendwie auch mal am Wochenende. Und ja, ich meine, ich kenne das irgendwie auch da, ne? Natürlich ist das irgendwie angenehm, aber es sind eben auch besondere Zeiten. Und wenn man bei dem Gesundheitsamt, dass es da seit einem Jahr noch keine andere Lösung gibt, die sagen natürlich irgendwie, es ist schwierig, wenn du gerade auf Hochlast fährst, quasi dann noch ein neues System einzuführen. Aber auch da muss man sagen, ja, man hätte ja vielleicht den letzten Sommer nutzen können. Ne? Es war ja irgendwie absehbar, dass es eine zweite, dritte Welle gibt. Da hätte man ja vielleicht den Sommer für solche Geschichten nutzen können. Ne? Für Umstellung in der Verwaltung, in der Schule, Vorbereitung auf neue Es Hilfsgelder und so. Aber. ist kom also ich meine, es ist kompliziert, große Systeme zu ändern. Ich möchte auch nicht, also weil ich weiß hier gerade im Chat lese, ne, also der Verwaltungsangestellte, die Verwaltungsangestellte, das sind wichtige Leute, ne? Die machen wichtige Arbeit. Die helfen dafür, dass alles funktioniert, ja. Aber man darf halt nicht vergessen, das ist halt ein sehr privilegierter Bereich. Also das ist, ne, das sollte man nicht vergessen. Und das ist so ein bisschen wie mit der Bank. Die Bank hat auch Öffnungszeiten, da denkst du dir, was ist das? Wie kann das sein? Gleichzeitig, ne, werden die Supermärkte bis 22 Uhr aufgemacht oder 0 Uhr, wo du dich auch fragst, warum? Ja, vor allem, wenn du warst immer so spät, ne? Ja, da Da ist niemand kannst du die da. Leute an deiner Hand abzählen, die Da da sind um mehr, nach da sind 22 mehr, Uhr oder irgendwie nach 21 Uhr. Das ja. ist Da sind mehr Angestellte vom Supermarkt da als ja. Kunden. Es ist völlig absurd. Ah, das ist alles. Ah, sowas ist wahnsinnig nervig. Aber das wollte ich mal kurz loswerden, weil wem soll ich sowas sonst klagen als im Internet? Also, ne, verrückt. Verrückt. Ach, da ist richtig Okay. viel los bis 24 Uhr. Okay. Echt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, in Österreich ist um 1930 alles dicht. Ja, ich erinnere mich auch noch an Zeiten, da war hier um 19:30 Uhr alles, auch um 18:30 Uhr alles dicht. Das ist Und dann mir. gab es, donnerstags war dann der lange Donnerstag, da hattest du dann bis 20:30 Uhr auf oder so. Und ich meine, das hat auch funktioniert, ja. Aber ja. Ja gut, wir müssen jetzt, genau, aber ich meine, Ist denn. gestern ging mir so durch den Kopf, als wir unser Büro oder dieses Büro, wo wir verpacken, ist recht nah an der Innenstadt. Das heißt, da gibt es Anwohnerparken, nee, Anwohnerparken glaube ich gar nicht, sondern Parkgebühren. Und die gibt es aber auch nur bis 14 Uhr samstags. Wo ich gestern irgendwie auch kurz dachte, ist ja eigentlich dafür, dass die Stadt theoretisch länger auf hat, sogar relativ kurz, ne? Das Aber gut, da stimmt, kommt ja. wahrscheinlich sozusagen der Berufsteil nicht dazu. Aber da schwingen noch diese alten Zeiten mit, wo um 14 Uhr die Innenstadt zugemacht hat. Wo es heutzutage, ich glaube, ich war irgendwann mal überrascht, als ich bei Müller war und die um 19 Uhr mich dann rausgeschmissen haben, anstatt um 20 Uhr wie sonst, weil die samstags eine Stunde eher zumachen. So. So ein Da, Besen, weil ich da so ja, so raussitze. ungefähr, ja. Weg, weg. Ja, so Jetzt ungefähr. machen hier zu. Ja, inzwischen geht es ja auch nicht mehr, weil inzwischen brauchst du ja einen Termin. Oder ich weiß gar nicht, ich war ewig nicht mehr einkaufen. Ob Ja, das. das ist ja, das mache ich auch nicht mehr. Also ich gehe nicht mit Termin einkaufen. Das ist, Nee, du brauchst da ja gehe vorher ich den ja gar nicht Termin einkaufen. zum Testen. Du Ja, brauchst ja einen genau. Termin Da zum muss er Testen und dann den Termin zum. dafür einen Termin machen und dann dafür einen Termin machen und dann muss er anschließend dafür einen Termin. Nee, 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 nee. So mache ich es nicht. Das ist etwas nervig, ja. Ansonsten, jetzt, ich kann nochmal das, sorry, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, weil du gerade Büro erwähnt hast. Wir können das Verlagsding nochmal aufmachen. Das Büro, was wir uns angeschaut haben, haben wir nicht gekriegt bisher. Also da gibt es keine Rückmeldung. Genau. Das ist Also, sehr bedauerlich. man kann ja mal sagen, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal so drüber Ich glaube, gesprochen wir haben haben. das erwähnt, Wir ja. haben das so fallen lassen, dass wir irgendwie seit Ende letzten Jahres so ein bisschen uns umgucken. Aber es ist für uns irgendwie auch nicht ganz einfach. Ich meine, ein Büro zu kriegen ist theoretisch nicht das Schwierigste, aber uns bringt kein Büro im dritten Stock was. Also,
Da könnte Nicht, man, wenn wir es als Lager benutzen genau, möchten, ja. in erster Linie soll es so ein bisschen mit als Lager genutzt werden, und so ein bisschen für die Logistik dienen, weil so das, was klassische Büroarbeit so von Daniel anspricht, wird es da wahrscheinlich kaum geben. Brauche ich ja nicht mehr. Ich Hast ja ein lebe in meinem Arbeitszimmer. Büro. Genau. So, das heißt, er hat ein Arbeitszimmer, was du abgrenzen kannst. Bei mir ist es dann häufig Küche und eben ein Keller an der dritten Stelle und so. Und darum suchen wir irgendwie was ebenerdig ist, möglichst ohne Stufen, was irgendwie auch eine gewisse Fläche bietet. Und ja, das hatten wir jetzt letztens, aber Das war manchmal. gut. Das war so eine ehemalige Einrichtung von so einem Pflegedienst. Da gab es vorne gab's so zwei Ausstellfenster und dann gab es so einen größeren Bereich, wo man reingekommen ist. Dann gab es nochmal so einen Mittelbereich, zwei, drei Treppenstufen rauf, wo man so Teamsitzungen hatte. Und dann ging man nochmal irgendwie zwei, drei Treppenstufen rauf und war dann hinten im Bürobereich. Und das war eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit. Dann hatte man hinten so Stellplätze noch. Das Ganze war ebenerdig. Das war ruhig gelegen. Das ist mir wichtig. Also wenn man dann wirklich mal da arbeitet, dass man eben auch nicht die ganze Zeit den Straßenlärm hört oder irgendwie Leute hier die ganze Zeit vorbeilaufen und so. Und das war ganz nett. Und dann hatte man schon so überlegt, ach ja, könnte man ja theoretisch gesehen sogar so eine kleine Ladenzeile dann machen. Also wenn Leute dann tatsächlich mal was abholen wollen oder so. Oder sich mal hierher verirren, dann könnten die auch da reinkommen. Aber leider, leider waren wir nicht attraktiv genug Ja, für das Unternehmen. keine Ahnung. Weiß man nie am Ende, wer da. Also Ja. natürlich weiß man, wer danach den Zuschlag kriegt, wenn man da mal vorbeifährt. Aber es ist auch mal eine Frage, also ne, wir suchen, so Lagerhallen zu kriegen, wäre jetzt auch nicht das Problem. Es geht um den Mix, also die üblichen 1000 Bedingungen, die man hat, und das sollte dann auch nicht zu teuer sein. Und es ist auch noch nicht so, dass wir hier irgendwie in Panik geraten. Ne? Also Nee, das nicht. Muss jetzt heute gucken. Gestern ging dann endlich der letzte Kram, glaube ich, aus der Küche ins Büro rüber. Hat hier noch Blaupausen und Trichter und solche Geschichten. Und die sind jetzt gestern dann auch alle ins andere Lager gewandert, also in mein Bürokellerlager. Und von daher. Aber was einfach so ein Bereich ist, der schon. Also ich merke das ja, ne, wenn ich mit dir und Kevin spreche. Also ich würde ja von dem Büro eher wenig profitieren, ja. Also weil, ne, ich kann alle meine Arbeiten zu Hause erledigen. Aber was eben so ein Bereich ist, der echt nicht zu unterschätzen ist, ist dieses, deine Wohnung ist nicht mehr zugemüllt mit Zeug und Kevin muss nicht immer an drei Orten Nee. irgendwo Sachen abholen oder hinbringen. Ja, ich meine, bei Kevin kommt noch dazu, der wohnt unterm Dach. Also viertes Ja. Stockwerk, drittes Stockwerk, ich weiß es nicht. Also eher viertes. Und er hat die Händlergeschichten. Das heißt, wir gucken da auch nach einer anderen Lösung, aber das war bisher nicht möglich, weil irgendwie das große Lager, was wir haben, voll war mit Popo-Planet-Geschichten und ist, glaube ich, auch nicht viel weniger geworden. Da müssen wir in den nächsten Wochen mal gucken. Aber es führt eben dazu, dass sozusagen alles hochgeschleppt wird, um dann wieder runtergeschleppt zu werden. Das sind so Geschichten. Das ist bei mir auch nicht anders. Ich wohne auch im zweiten Stock. Das heißt, wenn ich hier irgendwie was habe, dann ist auch immer ein bisschen Schleppen angesagt. Aber ich habe hier eben eher überschaubare Geschichten. Aber ich sag mal, ne, ich habe gerade jetzt so im letzten Jahr, wo ich viel auch Homeoffice gemacht habe, hatte ich auch immer viele Sachen hier. Und dann willst du was verschicken und abholen lassen und dann merkst du, okay, ich habe keine Versandverkartons. So, Genau. das sind so Banalitäten, ne, und dann gehst du rüber, um die Versandkartons zu holen oder machst die Pakete dann direkt da fertig. Ist dann alles nicht riesig Aufwand, weil es auch alles relativ nah beieinander ist und so. Aber es sind eben diese Kleinigkeiten, die sich irgendwie aufsummieren. Darum sage ich, es ist kein Riesenproblem. Ne? Wir gucken einfach gemütlich, bis wieder was aufschlägt, was irgendwie interessant ist und auch preislich passt. Aber so, Das wenn man dann mal ist kurz sowas sieht und dann sich das anguckt und schon die Einrichtung plant, ist das eben so, ne? Ja, Also. aber das musste ja, ne? Also, Ja, das ist ja jetzt ja. das zweite Mal, dass wir uns sowas real anschauen. Ja, Bei gut. Anzeigen haben wir schon häufiger Sachen uns angeguckt.
Und dann gehst du eben hin, ne? Du gehst dann Zollstock, Notizbuch, fängst an, okay, was würde hier hinpassen? Was für ein Regalband baust du da hin? Wie viel passt hier eine Palette durch die Tür? Wenn wir eine andere Lieferung bekommen, kann er mit der Ameise durch die Tür rein oder müssen wir umladen oder sowas? Das sind alles so Dinge, die dann Beachtung finden. Und gleichzeitig, das ist eben auch nochmal so ein Punkt, das gehört mit zu dieser Kleinigkeit, sind die Anlieferungen, ja? Also, wenn Patrick plötzlich vor seinem Haus weiß nicht, 240 Kilo Kartons bekommt, weil die falsch angeliefert wurden, ist das ein Problem. Das Wenn das zum Büro kommt, denkst du, ja gut, dann ist es halt im Büro und dann tragen wir es dann irgendwann mal in das andere Lager rüber oder so, ja. Das sind aber alles so Sachen, so, oder wo ist was, ne? Also wo sind denn jetzt die Quantum-Popcorn-Sachen? Sind die bei Patrick zu Hause? Sind die in dem Hauptlager oder sind die in dem Nebenlager? Und das ist alles. Also allein schon, mein Kopf explodiert, also ich habe damit ja nicht viel zu tun, aber mein Kopf explodiert dann immer schon, ja Moment, ist das gar nicht hier? Ach, das müssen wir da rüberholen. Ich glaube, Und was Speyer man habe damit. ich. Ich glaube, ich habe einen Speyer im Keller Wahnsinn. drüben und eine Ja. Kiste hier. So. Aber genau. Das sind so. Oder ge ich glaube, gestern hatten wir die Situation, dass wir kein Quantum Popcorn mehr da hatten. Ja. Gedacht. Und ich gedacht habe, ja klar, hier steht die Kiste noch zu Hause. Und Es ist super schwierig, weil im Chat gerade hier über besondere Orte gesprochen wird, wo man Sachen machen kann. Ich habe mir schon mal zwei, drei Videos angeguckt mit Geheimtüren. Also ich bin euch voraus. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht. Das kann man machen. Sollten wir mal irgendwann ein Gebäude besitzen, wenn wir wirklich reich und berühmt sind, ja, mit Rollenspielen natürlich. Das ist der beste Weg, um reich und berühmt zu werden. Dann werden wir auch einen Geheimgang haben. Und dann machen wir so Geheimtreffen da. Mit ausgewählten, geheimnisvollen Personen. genau, die das geheime Klopfzeichen dann noch kennen. Obwohl bei so einem Genau, das geheime Wasserfall wird es Klopfzeichen. schwierig mit dem Klopfzeichen, aber genau, sonst steht hier gerade, das klingt nach viel Schmund. Ich glaube, genau das ist das Problem, so ein Ja. bisschen. Ne? Es geht dadurch so ein bisschen Zeit verloren, weil Kleinkram dann nicht ineinander greift. Das ist so ein bisschen das. Es ist alles nicht gravierend, ja. Also es sind wirklich so lästige Sachen und es ist dieser eine Anlaufpunkt, der irgendwie fehlt, ne? Also ich finde, das ist so ein Bereich, der nicht zu unterschätzen ist. Ich meine, das sind so Kleinigkeiten. Also bevor wir den Purpurplaneten verpackt haben, musste ich erst einmal hinfahren, um zu gucken, ob die Sachen auch alle angekommen sind und wie die Sachen verpackt werden und so, ja. Das musste ich mir einmal anschauen vorher. Und das ist natürlich ein Umweg. Also es ist kein riesiger Umweg, ist ja alles in Gelsenkirchen. Aber es ist, ne, zumindest ist es ein Schlenker, wo man dann einmal noch eine halbe Stunde einmal dahin fährt und dann zum eigentlichen Ort der Verpackung fährt, ja. Ja gut, also genau, bei so großen Geschichten muss man immer noch gucken, wie sich das dann entwickelt, aber ja. Ja, so ist das. Aber ja, ist eine interessante Sache. Hat leider nicht geklappt. Wir suchen weiter. Und ja, weiß nicht, vielleicht haben wir dann irgendwann mal Glück. Und jemand interessiert sich dann auch für uns. Aber Ich glaube, wir wahrscheinlich. sollten jetzt auch nicht die große persönliche Geschichte draus machen. Weißt du, es ist Nee, nicht. Also ich wir finde wollten zum eben. Beispiel auch nicht alle Stellplätze haben, ne? Und wenn du dem schon sagst, ja, also wir brauchen jetzt nicht unbedingt drei Stellplätze und da kommt jemand, der sofort alle drei nimmt, ist das wahrscheinlich eh so. Der Patrick Ja. ist so, ja, wenn das hier hinter mir ein Stargate wäre, wäre natürlich auf so, oder so ein immer voller Beutel, den ich irgendwo hätte. Hätte natürlich auch so seinen Vorteil. Das hat wirklich Vorteile, ja. Ich habe, das ist, wo ich das hier gerade sehe, Küche zum Test von System Matters Rezepten einplanen. Das fehlte übrigens in dem Büro, ne? Da habe ich anschließend drüber nachgedacht. Wir haben keine Küche da drin. Doch, so eine kleine hätten wir da hingekriegt, aber wahrscheinlich nur Ja, die mit. hättest du, aber da war nichts, wir hätten das alles selber einbauen müssen. Ja, klar. Da war nichts da, ne? Das war ein bisschen schade. Wobei, also, wenn wir ja mal haben, ich habe ja eine kleine Spülmaschine noch für uns. Ah, sehr gut. Ich habe schon den Also da müssen wir Kühlschrank. nie von Hand spülen. Also Das ist. wir sind schon vorbereitet. Ja.
Die steht bei mir nämlich noch im Keller. Das ist meine alte Spülmaschine. Die ist wirklich so eine ganz, ganz kleine Spülmaschine. Ist wirklich gut. Ansonsten hätte ja auch einfach der Dingsens gereicht, ne? Die Herdplatte, die Ja, er verloren genau. hat. Die habe ich auch schon hier stehen. Ja, Also sehr so gut. eine Induktionsherdplatte. Also Perfekt. wir sind mit den wichtigen Wir Dingen sind schon im Grunde schon vorbereitet. durch, ne? Uns fehlt nur sozusagen der Ja. Platz zum Hinstellen. Und dann hat Ja. den ganzen Kram, Rollenspielkram und ach so, das muss ich vielleicht mal erzählen. Daniels tolle Idee, nachdem wir Patrick präsentiert, Daniels prähistorische Presseerzeugnisse überlegt hatten. Der kam dann auf die glorreiche Idee, weil ich habe ja eine Kamera, mit der man von oben filmen kann. Sehr simpel. Der ist ja kein Problem. Dann nimmst du den ganzen Kram einfach zu dir nach Hause, um das zu zeigen. Es ist so geht er dann daran an solche Problemstellungen. Ich Das meine, ich wäre eine könnte dir auch. ganz einfache Lösung gewesen dafür. Das Bild wäre besser. Alle würden sich freuen. Ja, genau. Das So ist, läuft das dann. Und dann ja. kriege ich hier den Kram aufs Auge gedrückt. Aber gut, da müssen wir eh noch mal gucken, was du da rumliegen hast. Ich habe ja schon für Ersatz gesorgt. Weil zufällig war dann das Parlament und aus Politik und Zeitgeschichte war dann in der letzten Woche die Ausgabe zur Sowjetunion drin. Das stimmt. Das konnte ich dann direkt ersetzen mit aktuellen Texten. Ausgezeichnet. Liegt noch immer bei mir im Auto. Ja, toll. Da Ja. gehört sie hin. Oh mein Gott, Patrick, hier schreibt jemand im Chat, dass möchten wir berühmt werden? Ja, ich denke schon. Ich kann Followers und Viewers kaufen. Wir müssen nur auf diesen komischen Link drücken. Ja, genau. Ich werde mal, ich warte, ich suche schon mal die Kreditkartennummer raus, die wir haben. Genau, das ist immer am besten. Fantastisch. Ein sprechender Elch möchte meine Kreditkartennummer, aber sofort bin ich sofort dabei. So, das haben wir hier Ausgezeichnet. aber auch verschwinden lassen. Zack. Obwohl, man muss ja sagen, wir hatten ganz am Anfang ja mal so einen Bot-Run, der hat uns sehr geholfen. Das Hier stimmt, da wurden wir mega bekannt, ja. Das weil wir ist plötzlich 500 Follower hatten. unglaublich gut, ja. Fantastisch, ja. So, okay, dann wir kommen auch langsam schon zum Ende. Es Es ist ist so überraschend. Ich hatte eigentlich noch für die Retro-Ecke über Domian reden wollen, aber Oh, okay. Ich habe das. doch, also um mal hier wenigstens, ne, also ich habe es rausgesucht. Heute ist ja ein besonderer Tag. Ich habe es rausgesucht und Ja. zwar ne, Information zur politischen Bildung, Europäische Union aus dem Jahr 2005. Ist ein ziemlich dickes Heft sogar. Von 2000, Hat 75 Seiten. von 2005. Ja, da waren grad, war gerade die Osterweiterung, ne? Oh Aber. mein Gott, Patrick, hier ist ein Quiz drin. Oh nein. Oh, das ist, oh mein Gott. Oh, Okay, toll, Patrick. das hättest du früher machen Das müssen. ist, los geht's. Hier, also. Oh, scheiße, das kann nur peinlich werden. Patrick, welche Ebenen unterscheiden wir im Mehrebenensystem? Urbane Ebene, richtig oder falsch? Weiß nicht, heißt hier nicht kommunale Ebene? Hätte ich auch gesagt. Ja. Also ich habe die Lösung nicht für das Quiz. Ah, ist ja super. Zweitens, nationale Ebene, richtig, falsch? Ja. Ja, subnationale Ebene. Ja, das ist die Länderebene quasi. Und dann gibt es noch die supranationale Ebene. Und ich glaube, Ja. das ist auch falsch. Nee, es gibt super und supranational. Ja, aber das heißt, es gibt super auch. Ich dachte, es ist supra. Nee, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Das hat mit der Verästelung zu tun. Ja, ich verstehe. Welche der folgenden Staaten sind Mitglied der Europäischen Union? Ja, ist ja schon veraltet. Zypern? Ja. Türkei? Ist Zypern Mitglied? Zypern ist Mitglied. Türkei? Nein. Estland? Ja. Island? Nein, ist Mitglied nur der EWR. Sehr gut. Ausgezeichnet. Na, was ist das denn hier? Mechanismen. Wobei handelt es sich um Mechanismen der Europäisierung? Erstens Benchmarking. Bestimmt. Warum nicht? Marketing? Ja, könnte auch sein. Warum nicht? Die machen aber. Advice? Goalkeeping. Das sind also sinnlose Fachbegriffe hier. Ja, ist Das genau, war, viel warte zu mal, das war. kompliziert. Aber so ein. Probeklausur im Wintersemester 2010-11 zur Veranstaltung Europäisierung politischer Systeme.
Ja, hätten wir geschafft, glaube ich. Hätten wir, glaube ich, geschafft, auch Ja. ohne Vorbereitung. Ja. Ich finde übrigens Multiple-Choice-Fragen die schlechteste Art und Weise, Aber weißt du denn, wie man Wissen abfragt. warum der 9. Mai der Europatag ist? Ich weiß nicht, weil wir am 8. Tag befreit wurden. Nee, Aber das es wäre hat sehr wahrscheinlich, das ist national ein bisschen sozusagen. deutschlandzentriert. Das wäre sehr deutschlandzentriert. Aber auch in Berlin ist das ja zumindest ein Feiertag, glaube ich. Ne? Der 8. Das weiß kann ich gar nicht. sein. Schumann hat an dem Tag 1950 die Rede gehalten. Sehr gut. Die Unterzeichnung der Verträge war, glaube ich, 23. März 1954. 53, genau. Also, nee, da war die Schumann-Erklärung, wo der französische Außenminister die Rede gehalten hat und die Vision einer neuen Zusammenarbeit in Europa herausgebracht hat. Sehr gut. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Ja, ich meine, und natürlich der Geburtstag. Ich meine, auch da ein Fun Fact, ich kenne noch eine Person, die heute Geburtstag hat, meine Chefin, die Europaabgeordnete ist. Und Und es ihr könnt euch vorstellen, wie jeder und Presseartikel ja. über sie beginnt, mit genau dieser Verbindung Es ist. Europaabgeordnete und am 9. Mai Geburtstag. Ich greife noch mal kurz auf. Wobei handelt es sich um Mechanismen der Europäisierung? Marketing. Marketing, ja. Wir könnten jetzt Letzter natürlich noch Punkt. mit der Europahymne aufhören, aber die habe ich nicht vorbereitet. Letzter Punkt heute. Wichtigste Frage. Findet der Presseclub statt? Und wenn er stattfindet, ist es ein Europathema? Nein, also ja und nein. Es ist, warte, es ist ja internationaler Frühschoppen heute. Nein, heute, es ist international, also es ist Presseclub, keine Ahnung. Und das Thema ist Klimaschutz als Wahlkampfthema, mehr Schein als Sein. Fand ich ja sehr schön, dass der Peter Altmaier nach dem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts vorgeschlagen hat, Yes. man könne das ja vielleicht einfach aus dem Wahlkampf raushalten, dieses Thema. Man müsste sich da. Ich glaube, es war bei Fest und Flauschig oder sowas, glaube ich, wo der Böhmermann sagte, ja, nach dem Urteil sagten alle Leute, gutes Urteil, finden wir wirklich gut. Und dann fragst du, ja, aber ihr habt das Gesetz doch gemacht. Warum müsst ihr denn, also warum muss das Bundesverfassungsgericht immer als Ersatzgesetzgeber auftreten? Naja. Also wenn das, dir ist eine Entscheidung hier, du willst diese Entscheidung nicht treffen und hast irgendwie auch keine Lust dazu, mach doch so ein halbgutes Gesetz und lass das Bundesverfassungsgericht das entscheiden. Die machen das dann Ja, schon. ansonsten, wenn du keinen Bock das Thema, das war ja früher, um wieder die Klassiker. Europageschichte zu spielen, wenn Ja. du keinen Bock hast, irgendeine Regelung zu finden, dann bringst du sie einfach über Europa rein. Ja. Weil dann kannst du sagen, Europa ist schuld, dass du selber dort die Hand gehoben hast, interessiert sozusagen nicht. Ja. Und wir müssen korrigieren, wird hier von Spiegelstern gerade korrigiert, der 8.3. ist Feiertag, also der Internationale Frauentag, aber nicht der 8.5., also Okay. das Ende des Zweiten Weltkrieges Na, okay. in Europa. Sehr gut. Dann können wir noch mal ganz kurz zuletzt noch eine EU-Geschichte erzählen hier. Ne? Das ist ja ein ganz sehr große Klassiker, ne? Die Gurkenkrümmung und so. Soweit ich weiß, stammt das ja von Deutschland. Ne? Die wollten nämlich Ja, und von der die Industrie. genau, Also. die Industrie wollte nämlich, dass du nämlich, ne, wenn die Gurken zu sehr gekrümmt sind, kriegst du eben nicht genug Gurken in deine Schachtel rein. Genau. Darum gibt es dann eine EU Weiß gar nicht, ob Geschichte sie hier. überhaupt noch gibt oder ob sie nur, ob die nicht inzwischen schon abgeschafft ist. Ist ja auch wurscht, genau. Es ist, aber ne, da sieht man, also wie, ne, also hier, du laberst einfach dann irgendwas zum Thema hier, ja, das ist, Europa ist wieder schuld, dass wir das machen müssen und so. Ja, aber wir hatten die Idee, ne? Also wir wollten das so und dann kannst du aber anschließend sagen, nee, Europa ist dran schuld. Es ist grauenhaft. Es ist wahrscheinlich ne, eines der interessantesten Projekte in der Welt, die Europäische Union, aber gleichzeitig eben auch wahnsinnig gescholten für so Unsinn, der einfach nicht wahr ist. Ich finde das unglaublich traurig. Die haben, wie war das noch? Die haben weniger Verwaltung als das Land NRW. Ich glaube, als die Stadt Hamburg oder Ja, Stadt München unglaublich. irgendwie so. Das Ja. ist die EU-Verwaltung. Ja. Aber ist zu bürokratisch, das Ganze. Viel zu bürokratisch. Ja, ich meine, die schaffen eben bürokratische Regeln, die eben dazu dienen, dass der Handel gleichmäßig funktioniert. Ne? Das klingt immer dann erstmal völlig bekloppt, aber am Ende hat es viel damit zu tun, dass du überall in Europa gleiche Grundstandards häufig hast. Ja.
Hervorragend. Die Gurkenbegnadigungsverordnung. Das könnte man auch noch mal überlegen. Gurken begnadigen? Ja, ist nicht Ja, schlecht. das. Okay, gut. So, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder. Genau. Ja. Klasse. Einen angenehmen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Jo, macht's gut. Tschüss. Tschüss.